Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Xenoblade Chronicles 3. Jo, beim letzten Mal haben wir uns einen weiteren Helden besorgt, den eventuell mächtigsten Helden. Zumindest von dem, was ich gelesen habe, könnte es einer der mächtigsten sein. Und heute wollen wir einen weiteren Helden freischalten. Ich habe die Mission schon im Hintergrund und auch schon mal die Reise hierhin gemacht. Wir wollen die Mission zu Monika machen. Also die Mission Ventems Erbe. Es ist zu 100% die Mission zu Monika. Und dafür habe ich halt schon mal die Reise hierhin unternommen. Wir müssen jetzt gleich in den Aufzug steigen und nach unten gehen. Also zumindest entnehme ich das der Karte. Und dann haben wir einen weiteren Helden und das wird uns ja irgendwo helfen. Ich würde einfach mal sagen, ich packe mich einfach voraussichtlich schon mal aus dem Bild. Und wir steigen in den Stuhl. Now, we wait. Monika, can we talk? What's up? Sounds ominous. We were hoping we could ask you about someone. Guernica, in fact. About Dad? Everyone in the city speaks so highly of him. But we still don't know a whole lot about him. I think we owe him that much. All right. Where do you want to start? You were brought up by him, right? So we thought you'd probably understand him better than anyone else. Ha! I wish that were the case. The Guernica Van Dam that I knew was a man that I always looked up to. He was always busy keeping the city together or fighting out on the front line. Always distant. After I chose a military life, he didn't even talk to me like a parent anymore. You mean you weren't on very good terms? I got to know the man, I think. But not the father. I just thought that we'd have more time together. Huh. Hey, boss. You're making the kids feel guilty. Sorry. I don't blame you guys for any of this. Dad, Guernica, died in the line of duty, trying to accomplish his aim. But that's not all. He died fighting for what he believed in, and he saw it through. Of that much, I'm sure. For what he believed in? Well, about that, there still might be a bit of unfinished business there. He sure was adamant about getting stuff home to people. Yeah, for certain. Sorry, what do you mean exactly? Personal effects from the deceased. Things that family and friends can remember them by. We don't leave any other mark behind that says we were here, you see? If there are people waiting for you, then you just want to leave something behind, whatever it may be. I was in the rear guard. I know just how dangerous that battlefield was. Maybe it's better not to dwell on that. But there are personal items that have been left behind, though, right? Huh? Maybe you'd let us do something to help out with that. It must be really painful for the people who never got the chance for closure. Yeah, right? I'm starting to get a handle on how they see things in the city. Sort of. But if there's something we can do about it, I want to try to help. I appreciate the sentiment, guys. But why go to all this trouble? Well, we'll get some closure from doing this too. We were losing friends every day. And before we became Ouroboros, some of us used to be offseers. Guernica went to all that trouble for others. And when it happened, he was thinking of everyone waiting for him in the city. So I'd like to help his voice find its way. Much appreciated. Speaking personally, good on you.
Travis, could you pull up the tactical register? Roger that. Give me a moment. There's the data. We've got a list of deceased soldiers and the likely locations where they fell. Could you check out the waypoints around El Feto Valley? That's some impressive precision. Kind of you to notice. See, that's the thing about us lost numbers. We just don't know when to quit. Okay, guys. It's up to you now. When you're done, could you meet me at the Remembrance Stones? Got it. You have my word. Okay. Nach Aethia müssen wir. Aethia, Aethia. Oh, ganz am Anfang. Na gut, da haben wir nicht so sehr hier die starken Gegner. Also, da sollten wir eigentlich relativ gut fündig werden, ne? Okay, dann heißt es suchen, ne? Ihr sollt ja nicht allzu viel Starkes rumstreuen. Guck mal, maximal 43. Wir sind fast 20 Level über den. Also in der Hinsicht haben wir hier gar keine Probleme. Guck mal. Ich muss die trotzdem bekämpfen. Ihr werdet nicht lange leben, Leute. So, was haben wir denn hier Schönes? Okay, das wäre schon mal einmal was. Ein Moment. So, eben kurz einmal hingerichtet. Laut Karte soll hier eigentlich auch was sein. Ach, ich muss die Dinger hier absuchen und nicht da, wo ich das Ausrufezeichen habe. So, und in der Richtung ist nochmal. Vielleicht können wir ja diesmal den Kampf vermeiden. Weil ich habe nicht wirklich was davon, die Dinger zu zerlegen. Nee, ich muss da wieder was zerlegen. So, hab die Leute hier zerlegt. So, das waren alle, ne? Dann können wir wieder zurückreisen. We've brought their belongings. Thanks. Means a lot. Can you lay them out here? Now you mention it. Didn't Monica put an eye patch here? Yeah. That was Guernica's. What does it mean exactly? Placing people's belongings here? How can I explain it? You guys have off-seeing, right? I guess this is our version of that. Off-seeing for city folk? You got here first. Boss, we were waiting for you. Brother, you. Zuo. You made it back. Hiwa. You always kept such good care of this. Now look at it. I just wish that we could have talked more. But you're home now. Thanks to you, these people got a chance to say farewell to their loved ones. And I got to fulfill Dad's dying wish. Thank you. Thank you.
The motes. Sparkles fly. You're finally home. These people, they weren't just sacrifices. They've entrusted us all with the future. As the Founders did. Looking back is not an option. So that was an off-seeing. The sound of that music, it's really something else. I don't think anyone here will forget this day, as long as they live. The Fallen never got to win their battles, but maybe now they can get some rest. Yeah, finally. Speaking of, you ought to get some rest, too. You're gonna be pretty busy from now on. You said it, boss. Wait, just how busy are we talking here? From now on, I'll be traveling with Noah's crew. Huh? But then who's gonna handle things in the city? You'll be here, won't you, Travis? Like father, like daughter, eh? Dad spent his life on the front line, and I want to carry on that tradition. I understood that when I heard the Offseer's play. It has to be me. I have to carry on his legacy, fulfill his hopes. I'll fight for you now. Call on me anytime you need my help. Thank you. That's truly heartening. I hope we'll get to know each other outside of battle too. There's so much I'd like to ask you about yourself, the city. My worries. A word of warning, guys. The boss's stories are long. If you've got time to rip on the boss, I might just assign you some more duties, Travis. Duh. Well, at least I won't have to worry about the city while I'm gone. Just holler if you need me. We'll take you up on that. Jawohl, die Heldenmission haben wir dann schon abgeschlossen. Die ging tatsächlich relativ schnell im Vergleich zu anderen Heldenmissionen. The battle for the future is here, and we're on the front line. Verloren im Vorhut. Für Juni. So, was kann sie? Weitflächiger Mitstreiter mit Kraftfeldern und beherrscht eben eine auf Gegenangriff spezialisierte Blockhaltung. Also sie ist so gesehen ein Kontercharakter. Na gut, bevor ich sie ausprobiere, würde ich aber zumindest gerne hier von Fighten einmal in einem Kampf hier erleben, die Fähigkeiten. In Cadencia haben wir hier noch zwei Nebenquests, die wir auf jeden Fall aufsammeln können. Dann können wir eigentlich auch genauso gut mit der Hauptstory immer wieder weitermachen. Ich würde sagen, wir machen die Quest, die hier unten ist, als nächstes, den Bergungstrupp. Dafür reise ich einmal hier hin. So, wir sind hier. Wir wollen ihm ja helfen. Ich habe mit einer eventuellen Sequenz wie immer gerechnet.
Na klaro. Interessant, dass das auf der Heldenmission aufbaut, obwohl ich das schon wesentlich früher aufgesammelt habe, die Quest. Hab sie nur bisher nicht gemacht. Mit ein bisschen Glück finden wir einen Boss auf dem Weg zum Verkloppen, dann kann ich mal hier Guernica in der Angriffskette eventuell erleben. See, some relations have changed. Ewig lang Harmonie-Einträge geändert. Nur wegen einer Mission. So, denen dürfen wir helfen. Da freut sich wer. Ey, unhöflich. Mit dem Ding da links von uns. Die haben es nicht nur auf euch abgesehen, sie sind auch noch mega unhöflich und platzen Gespräche rein, diese Greifen. Wir sind Profis, keine Anfänger. To add more names. Und darüber wandern. Der Isenboss, den würde ich aber nicht platt bekommen. Er würde mich platt machen. Da muss ich nicht einmischen. Das ist wichtiger. So, ich habe mal eben kurz noch die Gariffe hier fertig gemacht, damit sie nicht wieder hier durch diese Quetsch latscht. Ich habe gar nicht gemerkt, dass übrigens Monika automatisch in unser Team geholt wurde. Das habe ich echt gar nicht gemerkt. Klingt doch gut.
Ja, das auf jeden Fall. Also das war auch so eine geschenkte Quest. I see some relations have changed. Oh. Können wir der Hochzeit bei ihr wohnen? Karte. Verdienen sie ja. Wir können die Quest, die ich mir markiert habe, ja zumindest schon mal annehmen. So, wir sind in unserem heißgeliebten Boot. Wir nehmen die Nebenquest, die sich hier hinten noch befindet, an. Du bist nicht aggro auf mich, ne? So, mal kurz auf Karte gucken. Ich muss auf die Insel da. Zum Glück ist dieses komische Drachending da nicht aggro. Da ist meine nächste Quest. I suggest we take a break. Ach, die beiden schon wieder. Die beiden Problemkinder. Wahrscheinlich, ja. Ob man da keine Lust hat, das steht nicht zur Debatte. Wenigstens sieht er, dass er die Probleme verursacht. So, Leute, das ist dann ja eine Mission fürs nächste Mal, ne? Also, wir können denen ja beim nächsten Mal helfen. Wir haben heute ja schon ein bisschen was geleistet. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute, bis dann!